welcher Welt lebst du eigentlich, Chicken? Ja, oh Gott, du siehst auch aus wie Kaius. Jetzt erst recht, da muss ich deine hässliche Fratze nicht sehen. Fratze. Ah. Whatever. Uhren. Wutsch. Eigentlich müsste hier viel mehr Geld zu finden sein. Weil ihr seid, ne, Berne von den Dieben. Von Wanda Quara. In der ersten Gruppe, wo wir drin waren. Vergessen zu erwähnen, aber das interessiert sowieso niemanden. Mir interessiert schon niemanden von jemandens Herkunft. Wir werden sie sowieso alle auslöschen. Auslöschen! Yay! Auslöschen! So löscht man niemanden aus, Leute. Großes Quarma-Ei. Ich dachte, ich hätte gerade das Ei gegessen, aber... Ja, ich habe vorhin noch ein Ei gegessen. Ich bin ganz böse. Vase aus Pfirsichglas. Pfirsichen. Pfirsich. Egal. Ja, manche Leute würden Pfirsich essen, aber wir... Wir machen Gläser daraus. Na, muss ich das verstehen? Stirb, Freundin der Nacht. Stirb. Grüner Topf. Gewöhnlicher Rock. Ja, du bist auch so gewöhnlich. Du bist nicht Chicken. Chitindeutsch. Braucht kein Mensch. Also Chicken, du bist kein Mensch. Nimm es mit. Ja. Großer Seelenstein. Ring des Funkenstrahls. Funkel, Funkel. Glitzer, Glitzer. Glitzer, Glitzer. Glitzer! So. Also, liebste Clanmutter. Habe ich jetzt wenigstens genug Vampire getötet? Das ist mein Amulett. Zurück nach Hause. Zu Mami. Zu Mami. Na, 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 na. Dem schönen Main-Theme. Ja. Chicken bekommt Nostalgie-Schub in die Fresse. Na los. Ihr habt gut daran getan, die Welt von vielen unserer feindlichen Clans zu befreien. Als letztes Geschenk werde ich euch gestatten, euch an dem Vieh hier in Aschmellich gütlich zu tun. Labt euch an ihm, aber tötet es nicht. Das würde mich sehr verärgern. Ja, keine große Belohnung, also... Vieh, ich bin voller Lebensenergie. Wir gehen zurück nach Vivek. Diese wunderschöne Stadt, die ich nicht ausstehen kann. So, denn es wird Zeit für unsere Heilung. Kannst du mir auch sagen, wie? Bleib weg, niedere Kreatur! Tribolius! Fahr zur Hölle! Ah, ein Vampir! Ja, ein Vampir! Hinfort, hinfort, hinfort! Darf ich das haben? Ja, ich weiß ja sowieso, was wir machen. Wir müssen für die Heilung... Falscher Dietrich. So, falls ich mal wieder gerne ausgeschlossen werde, werde ich ja. Ist mein Lieblingshobby, aus Gilden ausgeschlossen zu werden. So. Chicken macht dann ihre eigene Gilde auf. Die 28
20 Gold kannst du dir sonst wohin schlagen. Hm, wo ist mein Dingsding? Mein Dingsding. Und zwar werden wir jetzt was tun, was Chicken eigentlich nicht für gewöhnlich tut. Sie wird eine Bücherei besuchen. Denn dort werden wir sicherlich ein schickes Büchlein finden. Über Vampire. Und womöglich auch über Heilungsmöglichkeiten, falls solche existieren mögen. Ich verfluche euch, Vampir. Hinfort! Ich verfluche euch. Yabasha! Hast du hier... Oh, Lea, was ist dein Problem? Hast du hier irgendwo rumfliegen? Weil verkaufen das Buch wirst du mir wahrscheinlich nicht. Es gibt jetzt Lesestunden, ja. Geheimes Freund Akavir. Ich verfluche euch, Vampir. Hinfort! Dann verfluch mich doch. Weißt du, was ich dann einfach tue? Ich hab einen Erlass. Ja. Wofür war der Erlass eigentlich? Moment mal. Hä? Okay. Ich wollte dich eigentlich umbringen, aber egal. So kann man das Kopffeld auch losbekommen. Denn das liegt, weil ich noch jemanden getötet habe. Und deswegen dachte, das Kopfgeld kommt von jemandem, den ich getötet habe für die Moraktong. Aber ich habe ja eigentlich in einem... Was habe ich eigentlich gemacht? Wieso hatte ich das Kopffeld eigentlich nochmal? Das ist Folgen her. Dein Glück! Sonst wirst du jetzt tot. Aber du bist ja gerade nach unten gegangen. Fünf Gold. Mittlere Rüstung werde ich niemals anziehen. Geh weg. Ich verfluche euch, Vampir. Hinfort. Ja. Die ganzen Tanz im Feuer-Kapitel. Mir irgendein Tanz im Feuer noch was bei. Schütze. Ja, super. Akrobatik. Athletik. Weil wegen Athletik, ja. Das ist das neue Weil wegen Baum. Nochmal Akrobatik. So kann man auch skillen, einfach Bücher lesen, aber das ist ja langweilig. Der Pfad des Pilgers. Mir weg mit der Scheiße. Wie weg und mir Falla. Vampir, hinfort. Geh mir einfach aus dem Weg. Beschwörung. Alternativ. Kann ich auch einfach zum Tempel gehen. Da ist noch eine Bibliothek. Okay, wir gehen zum Tempel. Hätte ich gleich machen sollen. Yabasha, du bist keine gute Hilfe. Egal. Ich wollte nur eure Zeit verschwenden. Meine auch. Und die der Sonne. Corpus hat sich verschlimmert, ja. Corpus, ja, ich wollte auch deine Zeit ne? Die Clown.
la 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 la. Wir kennen ja mittlerweile die Bibliothek von dem Tempel, wo wir damals mit Miramilo geredet haben. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass es noch eine weitere Bibliothek gibt? Die kein sterbliches Auge zu blicken vermag. War hier die Scheiße? Ich verfluche euch, Vampir! Hinfort! Ja, ja, stirb doch, stirb doch! Nein, was ich hier tue, ist nicht verboten. Ey, die gucken doch auf mich. Wieso bin ich getarnt? Wegen dem Stuhl? Was zur Hölle? Na gut, ist auf halt Magietrank. So. Open up. So. Wie hat sich eigentlich Schwert? Hätte ich überhaupt angegriffen? Geheimbibliothek. Vivek hat Geheimnisse. Offenbaren wir sie. Ich verfluche euch, Vampir. Hinfort. Stirb doch. Stirb doch. So, ich werde jetzt die ganzen Vampirbücherchen vorlesen, wenn ich sie finde. Auch den ersten Band. Ja, Vampire von Warnfell. Wie lang ist die Kacke? 5, okay. Okay. So, mein Glas. Gib mir was zu trinken vorher erst, aber... dass meine Kehle mitmachen will. Die Vampire von Warnfell, Band 1, Auszüge. Die feminine Abneigung der Bewohner Morrowinds gegen die Totenbeschwörung ist der Grund dafür, dass Vampire in Morrowind fast überhaupt nicht bekannt sind. Der Tempel leugnet die Existenz wesentlicher Orden zur Vampirjagd. Nichtsdestotrotz belegen mir Gespräche mit den Hütern der Tempel, dass die Duma von Morrowind in der Handhabe dieser Bedrohung geübt und erfahren sind. Auf der anderen Seite gegeben sie freimütig zu, dass sich sogar eine große Gemeinschaft von Vampiren leicht in den weiten Ödländern oder den unterirdischen Labyrinthen der verlassenen Festung und Zaubertürmen verstecken könnte, ohne jemals aufgefunden zu werden. Die Aschenvampire der Aschlen-Legende sind nicht untot. Zaubersprüche und Segnungen, die sonst die Untoten vertreiben, haben keinerlei Auswirkungen auf diese Kreaturen bewiesen. Keine von ihnen ist je wissenschaftlich untersucht worden und es gibt auch bis heute keine Hinweise darauf, dass diese legendären Gestalten mit den bereits bekannten Stämmen der Vampire Tamriels verwandt sein könnten. Die drei bekannten Blutlinien Warnfels gehen auf das unterschiedliche Art und Weise auf ihre Opfer zu. Die Linie der Quara weist außerordentliche Stärke und Ausdauer auf und greift in einem Zustand eskatischen Wahnsinns an. Undai Vampire sind mächtige Zauberkundige und hypnotisieren ihre Opfer, bevor sie sich an ihnen stärken. Während der geschickte und weniger wendige Clan der Bärenvampire eher aus dem Verborgenen angreift, das Opfer zunächst mit einem Biss vergiftet, sich in sicherer Entfernung zurückzieht und erst zurückkehrt, wenn die Beute merklich geschwächt ist. Die Vampirpest kann nicht wie gemeinhin angenommen über die Wunden, die einem ein Vampir beigebracht hat, weiter
verbreitet werden.